Ladies and Gentlemen, let's get ready to rumble! Bayern München gegen AC Milan. So sieht's aus, Champions League Finale. Und das müssen wir natürlich auch ordentlich zelebrieren. Ja, Wayne Rooney im Sturm, Ribéry auf dem Flügel, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß es nicht genau, was für eine Formation das sein sollte. Auf jeden Fall, Ribéry, Robben, alle drin. Die Superspieler von Bayern München. Starkes Spiel wird es auf jeden Fall. Das kann man hier schon ganz von Anfang an erkennen. Die erste Chance wird es bald geben. Das ist erstmal hier Vogelplänkel. Bisschen warm machen, Ribéry. Ja, der spielt da. Wir verlieren hier ständig den Ball. Rooney auf Müller und Hugo Lloris, sagt er. Ibabo. Jetzt auf Mario Balotelli. Mario Balotelli. Ibabo kommt da nicht rechtzeitig hinterher. Deswegen muss ich selbst schießen. Und Manuel Neuer pariert den Ball sehr, sehr gut. Schweinsteiger. Kleines Foul gesehen. Rooney auf Außen. Auf Philipp Lahm. Auf Rooney. Der hat da Platz und Schuss. Aber Marquinhos hat aufgepasst, wenn ich das richtig gesehen habe. Darum gibt es Ecke. Aber die war nicht so besonders. Ibabo jetzt hinterher. 25 Minuten gespielt. Ibabo gegen den Pfosten. Meine Fresse. So eine Chance. Die darf nicht liegen gelassen werden. De Jong auf Balotelli. De Jong sieht da... Balotelli sieht da El Shaarawy. Der schießt daneben. Die zweite Kackchance, die wir nicht nehmen. Das gibt's ja nicht. Freunde, das muss drinne sein. Hier hätte schon 2:0 scheppern müssen. Tja, aber wie ist es immer so schön? Wenn man die Dinger nicht macht, kriegt man sie hinten rein. Ne? So ist es ja in der Regel. Müller auf Rooney. Der sieht dort Robben. Aber Hugo Lloris hat das rechtzeitig erkannt. Die zweite Halbzeit steht an. El Shaarawy hier auf Constant oder Constant. Mario Balotelli schießt. Pam. Es gibt Ecke. Manuel Neuer, sehr gut pariert. Der Ball von Constant, sehr, sehr schön. Hätte ich vielleicht aufs lange Eck ziehen müssen. Vielleicht noch 2-3 Schritte gehen. Wäre ich aber eventuell eingeholt worden. Jetzt aber hier die Ecke von Mario Balotelli. Zack, Zoomer, schiebt das Ding rechts unten rein mit dem Köpfchen. Sehr schön gemacht. 50. Minute, 1:0. Kurt Zoomer. Sehr schön. Saubere Aktion. Schöne Flanke. Wenigstens ist das Ding drin. Eigentlich hätte es jetzt hier schon 3:0 stehen müssen. Meine Güte, das kann ja nicht sein. Kaka, schickt da Ibabo. Ibabo, komm, mach ein paar Meter. Alaba hängt ihm am Arsch. Er kommt zum Flanken. Balotelli kann den Schuss nicht mehr abbrechen. Manuel Neuer pariert nur noch. Aber da war nichts zu holen sonst. Rooney jetzt. 77. Minute. Wayne Rooney. Auf Götze. Marquinhos, passt da auf. Weg mit dem Ball. Komm, Balotelli, setz dich da durch. Da haben wir den Ball, wir sind da durch. Dante kommt nicht mehr hin, Manuel Neuer pariert aber den Schuss. Diesen schwachen Schuss von Mario Balotelli. So viele Chancen liegen gelassen, das ist aber mega gefährlich. Ribéry jetzt. Auf Javi Martinez. Rooney. Martinez. Trifft. Zum 1:1, zum Ausgleich in der 86. Minute. Es hat sich einfach gerecht. Es hat sich einfach gerecht, dass wir die Dinger nicht vorher gemacht haben. Darum steht es jetzt hier 1:1. Genau das haben wir versucht zu verhindern, hat aber nicht geklappt. Javi Martinez wieder auf Ribéry. Jetzt auf Außen, auf Rooney. Rooney hat ein bisschen Platz, schießt da aufs Tor. Hugo Lloris pariert trotzdem. Die Ecke wird ausgeführt von Robben. Flanke rein. Lloris haut weg. Dante. Alaba. Lloris steht inzwischen wieder. Sehr, sehr gut. Und das Ding ist weg. Sehr schön. Da haben wir noch mal ein bisschen Glück gehabt im Unglück. Echt Mist, es gibt wieder Verlängerung. Wir hätten das eigentlich vorher hier klar machen müssen. Aber wie ihr gesehen habt, Bayern sehr viel Ballbesitz. 61%. Hier wird ein bisschen gewechselt. Pogba raus, Kaká raus. Die sind einfach zu fertig nach den 90 Minuten. Philipp Lahm auf Rooney. Gar nicht gefährlich. Überhaupt nicht gefährlich, der Schuss. Correa. Correa wird da behindert. Muss dann irgendwie schießen. Hätte vielleicht ablegen können. Nach unten auf El Shaarawy zum Beispiel. Rooney mit dem Schuss. Nö, Freistoß war nicht wirklich gefährlich. Also da waren ein paar Sachen bei von Rooney, die einfach überhaupt nicht gefährlich waren. Deswegen jetzt erste Halbzeit vorbei der Verlängerung. Rooney sieht ein bisschen moppelig aus in seinem Trikot. Vielleicht bräuchte er mal ein bisschen Techfit oder so. Ja, weiterhin 61% Ballbesitz.
von Bayern München. Das ist auf jeden Fall stark. Ibarbo raus, Bakari rein. Anstoß, Pizarro auf Götze. Rooney. Rooney jetzt auf Außen, auf Ribéry. Franck Ribéry passt auf Rooney zurück. Rooney jetzt auf Ribéry. Abate passt da auf, aber Alaba ist da zur Stelle. Rooney mit der Flanke rein. Pizarro auf Robben, ganz frei, auf Götze. Und der schiebt das Leder so mega trocken rein. So richtig langsam, den hätte Lloris doch haben müssen. Er wurde behindert vom eigenen Mann, hat es nicht gesehen so recht. Scheiße. 2:1 für Bayern. Noch 11 Minuten. Was können wir da machen? Nocerino will da auf Balotelli spielen, klappt aber nicht. De Jong auf Bakali. Der sucht den Abschluss, trifft aber nur Boateng. Ja, die letzten Minuten sind vorbei. 120 sind durch. Und es wird abgepfiffen. 2:1 für Bayern München im Champions-League-Finale. Leider gewinnen wir das nicht auch noch. Wir holen kein Triple, wir holen nur das Double. Wir sind Vizemeister in der Champions League. Wir sind der Sieger des Coppa Nazionale und Meister der Serie A. Das haben wir alles geschafft mit AC Milan. Eine richtig gute Saison, muss ich sagen. Und deswegen kriegen wir hier auch noch ein bisschen Preisgeld. 7 Millionen dafür, dass wir Zweiter geworden sind. Also ein bisschen weiterladen. Ist natürlich ein bisschen traurig, dass wir es nicht geschafft haben. Aber trotzdem würde ich mich freuen, wenn ihr die Folge liken könntet. Auf jeden Fall wäre das super schön. Denn das ist die Folge vor der nächsten Staffel mit AC Milan. Ich habe mich dazu entschieden, eine zweite Staffel mit AC Milan zu machen. Und darum werden wir jetzt erstmal hier kleine Sachen vorbereiten. Pelé verlängern. De Chilio wollen wir auch nochmal einen ordentlichen Vertrag geben. 80.000. Essentieller Stammspieler, soll eigentlich immer spielen, das habe ich mir vorgenommen. Und das warten wir mal ab, was die Ergebnisse da sagen. 94 Punkte, falls ihr es gesehen habt, haben wir geholt in der Liga. Sehr schön. Also Pelé ist damit zufrieden, hat er durchgesprochen. Bald auslaufende Verträge, das haben wir jetzt ja geändert. Danke Chef, dass Sie mich spielen lassen, das ist auch schön. Andrea Poli freut sich auch. Ja, auf jeden Fall, lasst doch ein Like hier. Und natürlich auch, wenn wir gleich in die nächste Saison wechseln, eure Transfervorschläge. Gerade gesehen, De Chilio hat angenommen. Transfer in Sicht für Robinho, das ist die große Frage. Danke, Chef, dass ich diese Spielzeit bekommen habe. Ich gehe nochmal auf Transfers gleich, glaube ich. Yep, ganz genau. Ihr seht 60.000 neues Gehaltsbudget. Und ich benutze jetzt einfach einen dreckigen Trick. Wisst ihr, ich mache einfach einen fiesen Trick. Wir haben so 50 Millionen und ich knall alles auf Gehaltsbudget. Das ist ein Trick, den man machen kann, wenn man ein bisschen was vom Gehaltsbudget retten möchte. Denn wenn wir jetzt mit diesen 50 Millionen rübergegangen wären, hätten wir vielleicht 25 oder 30 Millionen Transferbudget bekommen. 25, 30, so um den Dreh. Und das war mir einfach zu doof. Wenn man sowas spielt, das ist einfach beknackt. Und deswegen habe ich das mal auf volle Lotte Gehaltsbudget gepackt. So, eine tolle Saison. Zielsetzung war Champions League Qualifikation. Wir haben gewonnen. Das ist super. Wir haben alles Mögliche hier gemacht. Der Vorstand ist total zufrieden. Kriegen hier nochmal beim Übergang in die nächste Saison einen Mann für die Zukunft. Gilles de Weil, wie auch immer heißt. Von Cercle Brugge. Keine Ahnung, kann man sich mal vielleicht angucken. Und da gucken wir uns doch mal an, was wir jetzt hier an Transferbudget haben. 68 Millionen und 325.000 Gehaltsbudget. Ist vielleicht ein bisschen Cheating. Könnte man vielleicht so sehen. Aber ich denke, wir haben Großes vor. Und was wir vorhaben, das könnt ihr mitbestimmen. Schreibt doch in die Kommentare, was ihr an Transfers vorschlagen würdet, damit wir unser Verein auf jeden Fall gut ausbauen können. Und das, denke ich, sollte es auch bisher gewesen sein. Denkt also bitte dran, diese Folge zu liken, vielleicht auch zu teilen auf Facebook. Das würde mich total freuen. Oder auf Twitter oder wo auch immer. Sollen vielleicht noch mehr Zuschauer dazukommen, um hier in der zweiten Saison mit AC Milan auch genauso viel Spaß wie ihr zu haben. Also, macht's gut. Das war's auch schon wieder für diese FIFA 14 Karrieremodus-Folge mit dem AC Milan. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, dann vergesst auch nicht, uns zu abonnieren. Interessant könnte für euch sein unsere Facebook-Page, denn da haben wir immer aktuelle brandheiße News. Geht dazu einfach auf facebook.com/zockerdudes. Ja, das soll es doch erstmal gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Also, bis morgen, Freunde!